Um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich immer gefragt, warum man nicht in der Sahara wahnsinnig viele Photovoltaikfelder installiert, um damit irgendwie das Energieproblem der Menschheit zu lösen. Ich habe gelesen, dass es solche Versuche schon mal gab. Woran die gescheitert sind, wissen, glaube ich, alle nicht. Also es gab schon mal Versuche, keiner weiß, warum es nicht klappt. Aber ich glaube, die Menschheit ist innovativ genug, um da noch irgendwas sich einfallen zu lassen.